Moin Leute und willkommen zurück zu Pre-Sequel mit Schnorrer, der hier leicht Zuckanfall hat. Und Fuba. Zuck, 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 zuck. Ja, du zuckst da wie so ein. Oh nee, so hätte ich die Connection schon wieder schlecht. Wieso du. Ich stehe hier ganz normal. Du machst den hier die ganze Zeit. Was soll doch deine Tastatur. Du dancest die ganze Zeit. Das hast du doch schon mal gemacht. Ja, das war gut. Ja, das, also unwichtige Sachen merke ich mir. Ja, schön. So, wir haben noch ein Ausrufezeichen. Den unendlichen, unbesiegbaren. Vermutlich. Jack the Ripper. Okay, dann doch nicht vermutlich. Was, dann doch nicht? Oh, hier ist noch ein Echo. Sagt man doch nicht. Nee, da ist nicht nur ein Echo, hier sind auch Gegner. Kann das sein, dass man Nahkampfschaden mehr macht, wenn der gefreezt ist, also nur wegen dem Freeze? Das hast du gestern schon gefragt. Gestern? Es kann gar nicht sein. Ich war gestern gar nicht da. So, ich habe gerade ein Level abbekommen. Ich war vor dir schon auf Level 29. Ja, ich weiß, du spielst ja auch heimlich offscreen. Ist ja da nichts. Guck mal, mit meinen letzten zwei Schuss erstmal schön die Freeze. Und warum brenne ich jetzt? Weiß ich doch nicht. Oh, die Jurus lässt ja wieder die Dollar-Jurus. Als ob wir die jetzt noch brauchen. Hä? Als ob wir die jetzt noch brauchen. Oh, und einer hat eine Fähigkeit gestartet. Der ist Rosses Tonks hier. Hm. Oh, ich bin tot. Schaffst du es? Stimmt, oder? Ja, easy. Du bist schon wieder weiter, ich schniepel da, oder? Ich guck jetzt gerade wieder nach Zeichen in der Ecke. Wo müssen wir denn überhaupt hinlaufen, ey? Zum Ausrufezeichen? Ja, das ist klar. Müssen wir hier raus, oder was? Ja, das ist gebracht. Ah, hier schießen wieder. Oh, ich bin wieder tot. Diesmal schaffe ich es, glaube ich, nicht. Scheiße, ich bin genau in die andere Richtung gelaufen. Hab's geschafft. No. Ja, diese MG-Pisse die hier oben. Ach ja, ich hab ja meine Moxie, die trifft ja jetzt. Lol, schon wieder tot. Jetzt schaff ich's nicht. Warum, du warst da eben neben mir? Nein, ich bin jetzt die Zeit nicht mehr neben dir. Oh. Ich bin tot. Du bist doch eben neben mir noch gelaufen, wo ich wieder aufgestanden bin. Nein, steh ich nicht. Bin raus aus dem Geländedingspunkt durch das Tor und bin dann in die andere Richtung. Na toll. Ich starte jetzt wieder ganz am Anfang. Bei Level 1? Ja. Wo bist du denn? Hä, du bist doch wieder reingelaufen. Ich denke, wir müssen rauslaufen. Oh, ich hab ein Zeichen gefunden. Ja, ich bin schon wieder tot, weil du nicht herkommst. Ich bin nicht reingelaufen. Alter, wo noch mal rein, ey. Ja, das halt dann. Die machen richtig heftig Damage. Obwohl das geht ja noch mit dem Damage auch. Können wir hier an der Seite auch lang? Ja. Weiß ich nicht, ich bin immer noch nicht bei dir. Warum nicht? Weil ich gerade noch der Plan war. Der Plan war doch zum Ausrufezeichen. Das ist doch dann wieder nur 3-Minuten-Sache, sind wir tot und dann. sind wir tot, sagt er. Ja, ist doch so. Also ich hab meinen Tod schon hinter mir.
Dann schaffst du jetzt also die... Cool wäre natürlich, wenn es da noch Munition geben würde. Das ist übrigens Sterwin. Und Meister Wilderer. Das sieht nicht nach Dings aus. Meister Wilderer ist auch irgendeine Anspielung schon wieder. So, Weidmanns Heil soll man machen. Dafür gibt's Schild oder eine MG. Oh, ja, super. Diese Iridiumwächter sind echt listige Kerlchen. Und meine Aufgabe ist es, sie zu fangen. Keine Ahnung, warum sie damit zu mir kommen. Ich wollte den Schreibtischjob. Ich bin nicht so der Outdoor-Typ. Immerhin hat man mir diese Schlingengranaten gegeben. Darin fangen sie sich, wenn sie verwundet sind. Zuerst brauchen wir jeweils einen von all den Wächtergeistern. Fangen wir mit Feuer an. Du kannst so viele von den Dingern umnieten, wie du willst. Aber meine Auftraggeber wollen von jedem Wächtergeist ein lebendes Exemplar. Na toll. Also hier einen, wenn er sich in seine Feuer-, Schock-, Korrosions- oder Kryoform verwandelt hat. Ich weiß, wo es lang geht. Also check dein Echo und halt dich an mich. Egö. Also muss ich jetzt eine Granate auswählen oder what? Weiß ich nicht. Ja. Granatenschaden 1, lol. Die mit Sternchen, oder? Ja. Oh, ich bin ja gleich hier. Nice. Setz die Schläge gegen einen Feuergeist ein. Hoho, der kann einem ganz schön was husten. Gibt's da Sauerstoff irgendwo? Nur so ein Viereck. Ja, das reicht mir ja schon. Jetzt ist das ein Feuergeist? Ich brauch erstmal Sauerstoff. Wie soll das funktionieren? Ist das so eine Art Pokémon-Dingsbums, oder was? Ja, lol. Hat Pokémon? Boah, das ist ja schwierig, Alter. Hä, hey, der war doch jetzt. Was soll man da machen? Ja, die wieso? Granate werfen, nicht töten. Ja, mach ich ja. So. Gut gemacht, Kumpel. Das nenne ich hohe Fallenstellerkunst. Ja, gut gemacht. So, jetzt müssen wir die wechseln, oder was? Nein. Wieso, jetzt sollen wir ja Korrosionsschaden machen? Das ist der Geist. Ach so, wir sollen den immer mit der... Ach, das ist ja einfach. Also runterschießen und dann... Genau, Jake. Granaten draufknallen. Harald Jake bist du jetzt. Ey, Schnauze da. Harald Jake. Da musst du aufpassen. Ich habe gehört, deren Säure frisst sich in Sekunden durch praktisch alles durch. Huch. Hast du ihn? Oder ist das eine Sie? Ich habe keine Ahnung. Jetzt den Schockgeist. Yeah, den Schockgeist. Oh, schau dir den an. Das ist ein Prachtstück. Ich glaube, der will uns zeigen, dass er sauer ist. Pass auf die Schilde auf. Da, der weiß gar nicht, wie das geschehen ist. Und jetzt holen wir uns einen Kryogeist, okay? Ja, das machen wir. Wenn man weiß, wie ist das echt easy peasy. Guck dir den frostigen kleinen Mistkerl an. Ich glaube, er weiß, dass wir hier sind. Ich mach mal sein Schild wieder weg. Oh. Lol. Was für eine unglaubliche Energie. Kämpft bis zum bitteren Ende. Ich liebe es. Oh, ist der nicht prachtvoll? Hammer. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich finde diese Wächter verdammt bemerkenswert. Ich liebe ihre Energie. Und man merkt, dass sie keinem was tun wollen. Sie wollen einfach nur spielen. Sie wollen einfach nur spielen. Ich bin's, Sturman. Ja, ja, wir sind hier fertig. Wir haben alles, was wir brauchen. Ja. Lol, wo kommt denn hier jetzt dieser, das Feuergespenst her? Und jetzt zum Übergabepunkt. Meine Auftraggeber holen unseren Fang dort ab. Konzentrier dich mal. Wir wollen die Biester fangen. Bist du beim Übergabeort? Jo. Weißt du, diese Welt wäre besser dran, wenn es mehr Wächter gäbe und weniger Leute, die sie bis zur Ausrottung abschlachten. Gute Arbeit. Also das erste wird wahrscheinlich ein Schild sein und das zweite eine Waffe. Oh,
außer du willst ihnen die armen Viecher einfach aushändigen. So, jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Und? Ich glaube, ich wäre lieber fürs Schild. Also töten. Ja. Ich dachte, der gibt einen Kampf ab. Hä? Kommen seine Kumpels hier, oder? Wächterbewacher! Und nun? Wo ist der? Achso, wieder zu ihm. Nach hinten. Lull. Ich trag schon wieder keine Waffe, ist ja lustig, ey. Errungenschaft gab es. Ach so machst du das immer. Du schießt auf die Gegner und dann rennst du einfach weiter, aha. Du bist ja ein Typ. Das hat Spaß. Belohnung, Ahnschild. Oh, das glaube ich sogar gut. Also jedenfalls besser als meins. Kumpel, du hättest natürlich noch eine viel dickere Belohnung verdient, aber mehr habe ich gerade nicht. Es hat die Chance, einen Meteor abzuschießen, loszuschießen. Jetzt kann ich die Granate wieder wechseln. 2, 4. So. Was war das? Schild? Der Marley-Schild oder was? Asteroid Belt heißt das. Mit 1769. Was hab ich momentan? Und dann Meteor-Chance 33. Das ist ein blaues. Klingt interessant. Warte mal jetzt. Gucken wir mal. Wir haben aber keine Quests mehr, ne? Drei Unentdeckte aber. Auf Concordia, Elisa. Können wir als erstes ja mal hinreisen nach Concordia. Können wir machen, ja. Ob das so eine Dinger sind, wo man gleich ein Ausrufezeichen sieht, oder? Lass mal hier kurz fighten, dann können wir mal unser Schild testen. Wann hin? Zu einem Reiseportal. Markier mal auf der Map. Mach du doch. Warum soll ich das jetzt machen? Oh. Vor allem, als wenn das geht mit dem Markieren. Ich glaube schon. Tatsache. Das geht wirklich. Lul. Lul. Weil hier rüberkommen? Vorsicht, das ist ja keine Schnellreise, wo du hin willst, oder steht klar. Da einer? Das ist ja ein Tor. Hä? Hui. Nee, da steht eine Schnellreise. Habe ich doch da markiert. Aber ich habe da ist jetzt. Sehen. Ja, da ist jetzt mein Mandy-Kicken drüber. Dass ich da als Markierung gesetzt habe. Bei mir ist trotzdem auf dem Minimap ein Schuss zu sehen. Da stand aber auf Deutsch Schnellreise Station. Ja, ich sehe den Punkt trotzdem nicht. Ja, ich sehe ihn jetzt auch nicht mehr, weil meine Markierung da steht. Ich sehe deine Markierung nicht. Wieso siehst du die nicht? Das versuche ich dir doch die ganze Zeit zu sagen, Alter. Na, dann ist das ja Schwachsinn mit der Markierung. Oben oder was? Ja. Toll. Toll? Ist runtergefallen wieder oder was? Ja, ja. Und hier ist eine Schnellreisestation. So, Concordia hast du gesagt. Es wird Zeit. Toll. Hast du abgebrochen, du Arsch? Ich war im Menü. Oh. Das Schild kann ich verkaufen. Oh, er ist immer noch im Menü. Jetzt. So ein Typ, ey. Das gibt's ja nicht. So. Das wird ein Ausrufezeichen. Doch, Essenz.
Ich mach erstmal Folgenposten. Dann machen wir Folgenposten. Ja. Im schwarzen Brett, okay. Spitze, bedanke dich. Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.